wir ja keine Situation, wie wir es etwa bei einer Ebola, bei einem Ebola-Ausbruch hätten oder bei einer Pest oder bei einer Pocken-Epidemie, dass wirklich große Menschenmassen schwer gefährdet sind und am Leben gefährdet sind, sondern wir haben hier eine Pandemie, die speziell die Risikogruppen hochgradig gefährdet. Und das sind längst nicht alle in der Bevölkerung, Gott sei Dank. Geschlossen waren, keine Kontrollen wahrgenommen wurden. Also man hat speziell bei chronisch Kranken und hier wiederum gerade bei der Risikogruppe, bei den Übergewichtigen, bei den Diabetikern, bei den Hypertonikern auch dafür gesorgt durch den Lockdowns, dass es zu Gewichtszunahmen gekommen ist, nachweislich zu Verschlechterung der Werte. Also dass hier langfristig möglicherweise durch den Lockdown mehr Schaden angerichtet wird, als er überhaupt akut nützt. Ich muss ja das immer gesamtheitlich betrachten, auch als Arzt. Ist ein Lockdown volkswirtschaftlich und volksgesundheitlich überhaupt von Nutzen, wenn ich gewisse Einrichtungen sperre und gewisse Menschengruppen einfach ausschließe vom sozialen Leben und auch von der Gesundheitsversorgung unwillkürlich? Politik so früh draufgesetzt hat auf diese ganze Thematik, weil es ja in der Politik unglaublich viel Potenzial bietet, hier Sachen zu tun, hier aufzutreten als Retter des Volkes oder eben dagegen aufzutreten, politische Debatten auszufechten, Maßnahmen zu setzen, Macht zu akquirieren, neue Gesetze durchzubringen und, und. Ja, die Politisierung dieses Virus ist, glaube ich, das Grundproblem überhaupt. Ich glaube, dass die Politisierung ein größeres Problem darstellt als die Pandemie. Also die Politisierung der Pandemie hemmt deren Heilung sozusagen.